Ja, das war so eine gemeinschaftliche Trennung. Das hat wahrscheinlich viele von euch auch schon mal hinter sich. Das ist gar nicht klar, dass wer jetzt eigentlich die Beziehung beendet hat. Aber irgendwie ist klar, dass es nicht mehr weitergeht. Das wäre eigentlich auch schon eine gute Überleitung zu dem Song gewesen, der danach kommt, fällt mir gerade ein. Weil habe ich irgendwann zu Hause gesessen und es ging mir monatelang wirklich nicht gut. Und ich habe nur depressive Fernsehserien geguckt. Eigentlich so ein Frauenklischee, so mit Pralinen auf dem Sofa und ja, es ist wirklich wahr. Und irgendwann habe ich mich wieder aufgerappelt und gedacht, ey Daniel, komm, jetzt reiß dich mal zusammen, irgendwie geht's immer weiter. Was es war, das distanzierte, alles fühlt sich endlich wie es soll.